Angekommen an der Casting-Location, werden meine Models bald feststellen, dass sie nicht alleine sind. 700 Models wurden insgesamt zum Casting eingeladen. Nur 28 werden es in die Fashion Show schaffen. Wer schafft es, sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen? Es ist ein offenes Casting und man sieht überall diese wunderschönen Models. Ja, also jetzt kommen immer mehr andere Models rein und natürlich wächst jetzt auch die Konkurrenz. Die Konkurrenz sieht aus wie krasse, wahre Models. Ich finde das auch voll schwierig, so mit bereits etablierten Models dann mithalten zu müssen, weil die ja schon voll so im Business angekommen sind. Also ich erwarte heute von den Models den Look, den ich brauche. Der Walk, der ist, ich sage immer zu den Models, dass sie das Gefühl haben sollen, Kaugummi zu kauen. Dieses lässige Gefühl. Und wenn die mir das zeigen, dann kriegen sie einen Job. Mein Plan ist es, erstmal reinzugehen, ziemlich selbstbewusst zu wirken, vielleicht kurz zu lächeln. Hi. Also ich gebe euch die Waffen wahrscheinlich zuerst. Ja. So. Und dann hofft man natürlich, dass man den Walk so macht, wie er den haben will. Und dass sie ihn am Ende überzeugt, ne? Erzähl mal was über dich. Es gibt, glaube ich, nicht so viel über mich zu erzählen. Ich bin Olivia. Okay, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Okay, und ohne weil, das. Weil, guck mal, das ist ja ein Bewerbungsgespräch, stimmt, was wir hier verkaufen. Führen. Ne? Ja. Olivia hat mich sofort gecatcht. Die ist ja Wahnsinn. Aber der erste Moment war so, naja, über mich gibt's nichts zu erzählen. Dachte ich, schade. Okay, wir fangen jetzt nochmal an und ich frage dich jetzt nochmal. Erzähl doch mal was über dich. Hi, ich bin Olivia, ich bin 22 Jahre jung, komme aus Hamburg, studiere zurzeit BWL und ich hoffe, das wird heute was und ich überzeug euch. Okay, das war schon besser, da können wir nochmal zu Hause ein bisschen üben. Okay. Dann geh einmal nach hinten und dann läufst du einmal nach vorne auf mich zu und wieder zurück. Okay. Die läuft halt, ne? Das ist halt ein Traum, wie die Frau läuft. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ein Foto von ihr zu machen, weil sie mich wirklich überzeugt hat. Hätte ich in der ersten Sekunde nicht gedacht. Gutes Outfit. Ja. Kein langweiliger Auftritt. Und der Walk war so gut, dass man ihn nochmal sehen wollte. Ja. Lässt der Designer ein Model fotografieren, zeigt er sein Interesse. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gutes Girl, gutes Girl, gutes Girl. Guten Body hat die. Ja. Alles toll. War richtig nice. Ja, ich glaube, ich bleib dir auf jeden Fall im Kopf. Also. Ja, mal schauen. Ich mache mir auf jeden Fall schon Hoffnung, weil es einfach schon gut lief, würde ich meiner Meinung nach sagen, einfach so vom Gefühl her. Deswegen, ich hoffe und drücke mir selbst die Daumen. Ja. Nicole? Viel Erfolg, es rockst du. Danke, ich hab's da. Ich war ein bisschen aufgeregt beim Casting. Laufsteg ist einfach so meins, dafür brenne ich. Und ja, ich hoffe, dass ich ihn auch als Best Ager da überzeugen kann. Ich würde mich total freuen. Hallo. Hi. Freut mich. Mich auch. Nicole hat mich direkt umgehauen, als sie reingekommen ist. Ich bin 49 Jahre alt. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass du 49 Jahre alt bist. Danke. Unfassbar. Wie ist das so mit den ganzen jungen Mädchen? Toll. Ja? Also man bemerkt natürlich, okay, man verändert sich mit der Zeit, man wird älter und man muss da so ein bisschen reinwachsen. Aber es ist mehr so mit Bewunderung. Man guckt dann immer so, wow, so schön, knackig, jung, ja, schön. Aber das geht auch. So schön und knackig. Also hier steht jemand vor uns, der sowas von schön und sowas von knackig ist. Danke. Also die Frau hat einen Wahnsinnskörper, die hat eine Aura. Die hat eine ganz tolle Haut und die bringt was mit, wenn die in den Raum kommt. Also natürlich von dir möchte ich ein Foto haben. Auch Nicole hat bei Kilian Kerner einen starken Eindruck hinterlassen. Die ist hot. 49. Ist auch super gelaufen. Tolle Ausstrahlung. Ja, danke. Sehr modern. Ich war tatsächlich aufgeregt, Leute. Ich fing ein bisschen an zu zittern, aber er hat es, glaube ich, nicht gemerkt. Und die sind sehr nett, also wirklich sehr, sehr nett. Ja. Jetzt hoffen wir, dass es ausreicht.
unter den Model-Konkurrentinnen ist auch ein bekanntes Gesicht aus der Germany's Next Topmodel-Familie. Vivian hat es in der letzten Staffel bis ins Viertelfinale geschafft. Sie hat ein Beauty-Gesicht und so tolle Haare, tolle Figur, toll, tolle Fotos. Bist du Vivian? Ja. Oh, wie schön. Wie geht's dir? Gut, und euch? Ja, aufgeregt. Aufgeregt. Hast du einen Tipp für uns? Ja, bleib du selbst. Nicht zu aufgeregt sein, weil das merken die. Ja. Einfach bleib bei dir selber, dann wird es schon klappen. Okay. Bitte. Meinst du, wir dürfen unseren eigenen Walk so machen oder müssen wir uns so ein bisschen diesem lässigen anpassen? Ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen anpassen, weil bei Modeschauen ist es nochmal ein bisschen anders. Da wollen die nicht unbedingt immer den heftig sexy Walk haben. Deswegen ein bisschen chillig. Ja, Kilian Kerner, Laufstegjob könnte auf jeden Fall eng werden. Ich muss irgendwie anders überzeugen, weil ich glaube ich eigentlich nicht so in seine Models reinpasse. Wer hat das Foto gemacht? Oh Gott, ich erinnere mich da nicht dran. Ich dachte mir so, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Brian. Brian, glaube ich. Brian Bone Smith oder so? Also, ich glaube, der ist sowas wie ein Weltstar. Der war so nett und cool, aber ich bin wirklich schlecht da drin. Oh. Der erste Eindruck war, glaube ich, schon mal. Gut, dann geh mal zurück. Okay. Und zeig mir deinen besten Walk, den du hast. Das ist alles ein bisschen zu viel. Ja, für diese Fashion-Show war es auch einfach too much. Und ich bin wahrscheinlich auch einfach ein bisschen too much. Aber ja, ich finde es eigentlich toll. Also im privaten Leben bin ich gerne too much. Das ist eigentlich ein Kompliment. Gut, dann war's das. Und dann grüß mir den Brian. Okay. Dankeschön. Und, tschüss. Ich glaube, dass ich einfach so nicht sein Typ bin. So. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, so eine Erfahrung. Und ja. Also Kilian Kerner, sein Kleidungsstil, sein Geschmack ist voll mein Ding. Ich feiere seine Sachen extrem. Dann gehst du einmal nach hinten und dann läufst du auf mich zu und wieder zurück. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich diesen Job bekomme. Ja. Hast du dich selber geschminkt heute Morgen? Ja, ich habe mich selber geschminkt. Darf ich dir einen Tipp geben, wenn du zu den Casting gehst, ne? Clean. Also nicht die Nase mit Highlighter und hier Farbe und so. Okay. Weil ich habe ja einen Look im Kopf, den ich für meine Show will. Ja. Und jetzt hast du dich schon angemalt und dann fällt es mir einfach schwer oder viel schwerer zu sehen, wer bist du denn wirklich? So, ja. Es hat mich extrem geärgert. Ich war so wütend auf mich selber. Vor allen Dingen so, was mich so wütend gemacht hat in diesem Moment, dass ich einfach morgens, wenn ich so richtig geschminkt habe, war so. Das ist ein absolut krassiges Wasser. Heute werde ich mich leicht schminken. Ich werde sehr natürlich auftreten. Ein bisschen schlichter schminke ich mich heute. Nicht so viel, keine Wimpern, Extensions und so. Ja, also das war meine Intention und dann stehe ich da vor Kilian Kerner und er sagt zu mir, dein Highlighter ist viel zu krass und ich denke mir so, oh mein Gott, Mann, das ist gerade dein Ernst. Das war echt ein Bruh-Moment, ja. Okay. Aber trotzdem danke und also gebe ich dir so als kleinen Tipp mit. Okay, danke schön. Sehr gerne. Ich kann das nächstes Mal machen. Tschüss. Tschüss. Ja, darüber war ich sehr erschüttert, weil ich in diesem Moment gecheckt habe, so, Mann, du bist krass. Yeah.